Ja, Grüße, wir sind hier bei der deutschen Tekken 6 Meisterschaft. Hier haben sich die besten Spieler für Beat'em Ups zusammengefunden, um endlich herauszufinden, wer der deutsche Tekkenmeister ist. Und da ich persönlich keine Ahnung von Beat'em Ups oder Konsolenspieler habe, habe ich mir natürlich Verstärkung mitgebracht. Nämlich unseren Marc. Marc, wo ist denn der Marc? Ey, lass mal Marc suchen. Wisst ihr, wo der Marc ist? Nee, nicht. Okay. Ihr wisst nicht so wenig, wo der Marc ist? Marc! Mama, Arbeit hier! Tech-Meisterschaft! Hier, komm. Ja, also es ist jetzt nämlich nicht so, wie es ausschaut. Wir sind nämlich rein beruflich hier natürlich auf der deutschen Tekken-Meisterschaft und ich habe natürlich nicht am Turnier teilgenommen, weil hier Karpaltunnel-Syndrom. Ich werde dann nachher mir ein, zwei Leute raussuchen, von denen ich denke, dass sie meiner würdig sind und denen mal so aufs Maul geben, dass sie gleich mal heulend nach Hause rennen. Jetzt gehen wir, ja, was? Nein. Okay, lass uns mal weitergehen. Wir tragen die offizielle deutsche Tekken-Meisterschaft aus. Grund ist der Release von Tekken 6, das jetzt vor kurzer Zeit released worden ist. Also der deutsche Meister gewinnt natürlich Pokal, die Ehre auf dem Gürtel zu stehen. Er gewinnt eine Arcade-Stick-Edition und natürlich den Flug nach London, wo er letztendlich sich dann gegen die europäische Elite durchsetzen muss. Und schon aussichtsreiche Kandidaten dabei, kann man schon was sagen? Also es sind alle sehr, sehr gut, was ich bisher gesehen habe. Der Meister vom letzten Jahr ist auch da. Mal gucken, wie er sich schlagen wird letztendlich, ob er nach London fliegt. Würde uns natürlich freuen, aber prinzipiell ist natürlich jeder, der hier ist, gerne willkommen, nach London zu fliegen. Wir haben gehört, du warst deutscher Meister im Tekken 5, ist das richtig? Ja, das stimmt, ja. Wir okay. Auf Iron Fist Tournament 5. Alles klar, wo bist du angereist heute? Von Hannover eigentlich. Also Hannover, ja. Alles klar. Dein Eindruck vom Tekken 6 bisher? Das Kampfsystem und das ganze Spiel ist anders als Tekken 5, was sehr gewöhnungsbedürftig ist, aber ist auch sehr gut. Also es gefällt mir ganz gut, ja. Ist dein erstes Turnier? Ja, das ist mein erstes Turnier. Wie große Chancen rechnest du dir aus? Ich muss ehrlich sagen, dass ich immer nur online gespielt habe und ich hoffe schon, dass ich ein paar Kämpfe gewinne. Magst du verraten, mit welchem Charakter du spielst? Natürlich, mit Asuka. Mit Asuka. Kannst du noch andere oder spielst du ausschließlich mit der? Also am längsten spiele ich mit Asuka und jetzt habe ich angefangen ein bisschen mit Lilly zu spielen und Lars, den finde ich auch ganz toll. So, jetzt haben wir hier einen Herrn mit einem Street Fighter Controller entdeckt. Du weißt schon aber, dass hier Tekken heute gespielt wird. Ja, richtig. Ich bin auch nur eigentlich als Besuch dabei. Das ist der Spieler hier von unserem Clan. Du bist der Spieler? Ich bin der Spieler. Wie lange spielst du Tekken? Schon 1,5 Jahre, würde ich sagen. Und was für Chancen rechnest du dir aus für heute? Also ich komme ein paar Runden weiter, aber bis zum Finale glaube ich nicht. Aber ich komme schon. Okay. Sabrina, du hast leider gerade verloren, bist also aus dem Turnier auch schon ausgeschieden. Woran lag's? Wahrscheinlich, weil er besser war. Würdest du es nochmal machen? Bestimmt, ja. Hier gerade wirklich spannender Viertelfinalskampf. Leider hat es nicht ganz gereicht, woran lag's? Ich gebe die Schuld an Leg. Okay, mein Gegner war auch gut, aber trotzdem, also wenn der Schlag unten kommt, dann blocke ich unten und wegen der Verzögerung, das blockt, also. Die Reaktionszeit schafft es nicht mit dem Monitor. Irgendwie, also ich dachte hier ist irgendwie deutsche Meisterschaft, aber was ich hier sehe, sind es alles nur die Vollluschen. Ich habe ja keine Ahnung, was die hier unter Tekken verstehen.
Aber ich glaube, ich muss da jetzt echt mal rein und mal ordentlich aufmischen. Was willst du hier? Das hier ist echt nur für Tekken-Profis und nichts für Weicheier wie dich. Ich muss dich leider bitten, geh runter. Ab! Was? Was heißen hier Tekken-Profis? Was? Hallo? Sind das alles für Wichser? Björn, das kann doch nicht wahr sein. Ich würde den so aus dem Maul hauen. Wir wissen alle, dass das alles Eddie. Das sind alles Eddie-Spieler. Keine Ahnung von Tekken, komm, ja? Komm, jetzt rauchst du noch eine und dann kommst du wieder rein. Sag mal, kannst du mir mal aus dem Bild gehen, Zifix? Du bist doch auch so ein Eddie-Spieler, oder? Wir zwei rucken noch zusammen, gell? Ich mach dich so fertig nachher. Du kannst schon mal deine Taschentücher suchen, dass das klar ist. Du willst auch noch, oder was? Du bist doch ein Eddie-Spieler, gib's doch zu, oder? Ganz herzlichen Glückwunsch erstmal. War es ein harter Fight? Wie war so der Abend für dich? Ja, war schon zum Ende hin, hat man schon gesehen, da hat sich die Spreu vom Weizen getrennt und da habe ich mir schon gedacht, okay, wenn du jetzt auf einen harten Gegner triffst, dann wird es schwer, aber hat gereicht. Der Champion des letzten Jahres leider im Viertelfinale rausgeflogen. Woran lag's? Schlecht gespielt. Ich habe einfach schlecht gespielt. Also Der Karaba hat eigentlich ganz gut gespielt, er hat auch ein gutes Mindgame gehabt. Und ja, aber ich habe auch viel verkackt, also viele Juggles verhauen und ja. Und gehst du jetzt trotzdem noch ein bisschen feiern oder? Ja, ich meine, Erdal, der Gewinner, ist auch ein sehr guter Freund und ich gönne ihm auch, der hat es auch verdient gewonnen. Karaba ist auch ein sehr guter Freund von mir, ist Zweiter geworden, der Dritte auch. Ich bin echt zufrieden. Wie lange bist du schon so aktiv dabei? Also eigentlich schon seit dem ersten Tekken-Teil und auf den offiziellen Turnieren war ich auf allen, außer auf diesem PSP-Turnier. Und turniertechnisch haben wir eigentlich schon viele Turniere hinter uns, weil wir organisieren auch selber Turniere in Berlin. Und ja, haben eigentlich viel Turniererfahrung, viele Leute in Europa kennengelernt, aus Italien, Frankreich, Spanien, Holland, England. Und hat eine Community also aufgebaut. Und wir organisieren halt selber auch Turniere. Gut, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Glück in London bei der EM. Und ich würde sagen, jetzt gebe ich dir nochmal so richtig gepflegt einen aufs Maul, oder? Wurden poliert. Der neue deutsche Tekken-Weltmeister steht fest, war heftig durch die Runden gekämpft, aber doch gut geschafft, derjenige, welcher jetzt auch nach England fliegt und für uns in der Europameisterschaft antritt. Das war's von uns, bis dann. Sag mal, Björn, da heult doch jemand. Oh komm, Marc ist nicht schlimm. Lass mich. Oh komm, ist echt... Komm mal aus. Hier, komm mal aus. Sag, dass ich ein guter Tekken-Spieler bin. Wenn du Eddie nimmst, gewinnst du auch. Haben doch alle gecheatet. Wenn du Eddie nimmst, komm, Jörn, mach mal aus.